Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu diesem Kanal, bei dem es um Narzissmus, narzisstischen Missbrauch, emotionalen Missbrauch im weitesten Sinne geht. Heute behandeln wir ein besonderes Thema, eine Art des Missbrauchs, der typisch ist für Narzisstinnen und Narzissten. Vielleicht kennst du das, es beginnt ein Gespräch und du hast das Gefühl, da werden so kleine Pfeile gegen dich abgeschossen oder es wird auch ein großer Pfeil gegen dich abgeschossen. Und in dir fängt es an zu brodeln, negative Gefühle steigen hoch und ehe du dich versiehst, hast du dich verloren, rastest aus, wirst laut, zeigst deinen Ärger, zeigst Wut, bist in Tränen aufgelöst. Hinterher fragst du dich, was war das? Wie hat er oder sie das wieder geschafft? Das möchte ich dir heute erklären. Erstens, wie die Narzisstin oder der Narzisst das hinkriegt und zweitens, was mit dir dabei passiert und drittens, wie du dich dagegen wehren kannst. Einer der früheren führenden Narzissmusforscher, Heinz Kohut, der hat das Strukturniveau beschrieben und das Strukturniveau ist unsere Ich-Kraft, unsere Ich-Stärke. Und von dieser Ich-Kraft und von dieser Ich-Stärke hat der Narzisst nicht allzu viel. Du, wenn du das Opfer eines Narzissten oder einer Narzisstin bist, hast dafür wahrscheinlich umso mehr. Das ist nicht umsonst, dass Narzissten sich besonders starke Menschen, ich-starke Menschen, Menschen mit hohem Strukturniveau aussuchen. Stell dir vor, wir wären alle Gefäße. Jedes Gefäß ist anders gefertigt. Da gibt es dickwandige Gefäße und dünnwandige Gefäße. Beginnen wir bei dir, dem vermutlich schön dickwandigen Gefäß. Die Tatsache, dass du dich über narzisstischen Missbrauch informierst, lässt mich vermuten, dass du ein Mensch mit dicken Gefäßwänden bist. Es ist nämlich ein weit verbreiteter Irrtum, dass Opfer von Narzissten in der Regel schwach, abhängig und nicht alleine lebensfähig sind. Wenn sie das sind, werden sie in der Regel dazu gemacht. Im Gegenteil, die meisten sind dem Leben zugewandt und ich stark. Sie haben, um mit Heinz Kohut zu sprechen, ein hohes Strukturniveau. Und genau das besagt die dicke Gefäßwand. Was passiert nun, wenn etwas im Leben passiert, das intensive Gefühle auslöst? Diese Gefühle sind hier durch Blitze symbolisiert. Unser Hirn kann nichts rausschmeißen. Es ist darauf angewiesen, alles Erlebte sorgfältig zu vernetzen. Diese Vernetzung passiert, indem wir uns mit diesem Inhalt beschäftigen, hinschauen, mit diesen Emotionen und Gefühlen unterwegs sind, zum Beispiel indem wir bewusst trauern, indem wir mit jemandem über das Erlebte sprechen und indem wir uns dem Erlebten so zuwenden, können sich diese Inhalte in unserem Hirn vernetzen. Wir nennen das auch verarbeiten. Und wenn wir ein Ereignis verarbeitet haben, dann ist es, als ob dieses starke Gefühl, das es ausgelöst hat, abfließt. Das nennt man Katharsis. Die innere Spannung lässt nach. Denken wir an das schöne französische Wort Contenance, das nichts anderes bedeutet, als die Kraft, den eigenen Inhalt halten zu können. Emotionen aushalten zu können, braucht eine hohe Ich-Kraft, ein hohes Strukturniveau, eine dicke Gefäßwand. Übrigens können große Freude oder tiefe Dankbarkeit ebenfalls sehr intensiv sein. Auch die starken positiven Gefühle müssen gehalten werden können, damit wir sie wahrnehmen und genießen, leben und teilen können. Schauen wir uns nun dasselbe an. Beim dünnwandigen Gefäß. Was passiert hier, wenn ein Erlebnis starke, intensive Gefühle auslöst? Bei einem solchen Gefäß wäre das, als ob man kochendes Wasser in eine zarte Glaskaraffe kippen würde. Die Spannung wird so hoch, das Gefäß bekommt Risse und zerbirst. Auf der psychischen Ebene heißt das nichts anderes, als dass der Narzisst oder die Narzisstin, denn das sind dünnwandige Gefäße, zerbrechen würden, wenn sie ihre starken Gefühle zulassen würden. Das Einzige, was sie wirklich zulassen können, ist Wut. Die berühmte narzisstische Wut,
denn diese Wut gibt vermeintliche Ich-Kraft. Ein menschliches Gefäß, das zerbirst, bedeutet nichts anderes als Psychosegefahr. In der Psychose drohen Realitätsverlust, Wahn bis zu Halluzinationen und der Depersonalisierung, eine gestörte Selbstwahrnehmung, der Eindruck, vom eigenen Ich losgelöst zu sein. Und vielleicht klingelt es jetzt bei dir und du merkst, dass dein narzisstisches Gegenüber diese Symptome regelmäßig in abgeschwächter Form zeigt. Das Strukturniveau ist also so niedrig, dass Emotionen nicht gehalten werden können. Wie schützt sich nun das dünnwandige Gefäß? Unser Hirn hat im Verlauf der Evolution für diesen Zweck eine bemerkenswerte Strategie entwickelt. Die Dissoziation. Dass sich von der Wahrnehmung der Selbst- und Außenwahrnehmung befreien können. Der Organismus kann damit einen gewissen Anteil von schweren Psychotraumata abwehren. Die Gefäßwände von manchen Narzissten sind nun so schwach, dass selbst Gefühle von noch ziemlich normaler Intensität ihn traumatisieren könnten. Drum bedient sich das Hirn der Dissoziation. Wenn ein starkes Gefühl ausgelöst wird, stoppt das Hirn die Wahrnehmung. Es schmeißt es einfach raus und tschüss, ist es weg. Aber es ist ja nun nicht wirklich weg, sondern es ist ja nur aus der Wahrnehmung verschwunden. Sobald die Dissoziation nachlässt, ist das Gefühl wieder da. Wie ein Bumerang kommt es immer wieder zurück und wartet auf die Verarbeitung des auslösenden Ereignisses. Das geht aber nur, wenn man hinschaut bei sich selbst. Und dafür braucht es Kontenance, Ich-Kraft, Strukturniveau. Verarbeitung ist also bei vielen ausgeprägteren Narzisstinnen und Narzissten nicht möglich. Und das Leben birgt ja in der Regel nicht nur ein Erlebnis, das starke Gefühle auslöst, sondern das sind viele. Und all diese Gefühle können nicht verarbeitet werden, kommen alle immer wieder zurück und akkumulieren sich zu einem mit der Zeit großen, unverarbeiteten Haufen. Und dieses Lebensgefühl wünsche ich wirklich keinem. Und um das auszuhalten, braucht der Narzisst oder die Narzisstin nun dich, das dickwandige Gefäß, das etwas aushalten kann, das über ein hohes Strukturniveau verfügt. Was machen nun unsere Narzissten? Mit ihrer unheimlichen Intuition erkennen sie ganz genau, wie, mit welchen Sätzen, Taten, Unterlassungen etc. sie in dir welches Gefühl hervorrufen können. Also schießen sie ihre Pfeile ab, bis du dich in einen dieser verzweifelten Zustände hineinmanövrierst, siehst, die du sicher kennst. Es ist dann, wenn es dich verjagt, wenn du explodierst, wenn du deine Kontenance verlierst, wenn du in eine verzweifelte Wut gerätst oder die Trauer dich überschwemmt, du dich in Grund und Boden schämst, dich unendlich schuldig fühlst. Provoziert durch die gezielt abgeschossenen Giftpfeile deines Gegenübers. Du verlierst deine Kontenance und kennst dich selbst nicht mehr. Weil irgendwann ist die innere Spannung selbst für das stärkste Gefäß zu viel, vor allem dann, wenn du nichts, aber auch gar nichts tun kannst und das Ganze für dich keinen Sinn macht. Und indem du die Gefühle zeigst, die ja eigentlich nichts mit dir und deinem Erleben zu tun haben, sondern nur deshalb provoziert wurden, damit die Narzisstin als Zeugin diesem intensiven Gefühlsausbruch beiwohnen kann, fließen bei ihr die Gefühle ab. Katharsis. Ihre innere Spannung lässt nach, indem sie dir zuschaut, wie du diese Gefühle ausagierst. So lässt sich erklären, weshalb Narzissten in diesen Momenten sehr ruhig und gefasst werden können. Vielleicht sogar ein leises Lächeln zeigen, sich zurücklehnen und gelassen erklären, du selbst seist das Problem. Das sehe man ja nun ganz deutlich. Du hättest dich nicht im Griff, etc. Du kennst diese Sprüche. Klärung danach ist natürlich nicht möglich, auch nicht erwünscht und wird von Narzissten definitiv nicht angestrebt. Du selbst schämst dich natürlich nach so einem Angriff in Grund und Boden, hältst die Scham aber einigermaßen aus. Dennoch schwächen dich diese Angriffe. Sie schwächen deine Ich-Kraft, sie traumatisieren dich nach und nach und ein traumatisierter Mensch verliert sein Strukturniveau immer mehr. Die Gefäßwände
werden dünner und er hält nicht mehr so viel aus. Die Frage ist natürlich wieder, macht er das mit Absicht? Machen Narzisstinnen und Narzissten das mit Absicht? Jein, es ist ein Zwischending. Narzissten haben häufig eine verzweifelte Kindheit, in der sie früh lernen müssen, sich zu schützen. Sie gucken sowas auch ab. Sie erleben es selbst, vielleicht bei einem narzisstischen Elternteil. Und indem sie selbst, Trial and Error, versuchen, sich zu schützen, versuchen, ihre starken Gefühle loszuwerden, lernen sie, oh, so kann ich mich durchsetzen, so kann ich Macht ausüben. Aber viele dieser Programme sind auch ererbt. Schau dir Hummer an oder schau dich in einem Hühnerhof um. Dem Huhn muss man eine Hackordnung nicht beibringen. Dem Huhn muss man nicht beibringen, sich innerhalb von einer Hackordnung nach oben zu hacken. Das sind ererbte Programme. Der Narzisst merkt sehr wohl, wenn er sich daneben benommen hat. Vielleicht nicht immer, aber oft. Aber er schmeißt das gleich wieder aus der Wahrnehmung raus. Denn dies einzusehen und etwas daran zu ändern, ist viel, viel schwieriger, als einfach weiterhin Macht auszuüben. Denn das funktioniert ja ganz prächtig. Was kannst du nun tun? Etwas, das passiert, wenn wir mit Narzissten und ihren Machenschaften zu tun haben, ist, dass wir unseren Fokus voll auf sie richten. Wir richten unsere Aufmerksamkeit darauf, es ihnen recht zu machen, damit einfach Friede herrscht, damit Ostern, Weihnachten, Geburtstage oder einfach der normale Alltag schön und harmonisch abläuft. Dabei vergisst du dich. Und wenn es dann schief läuft, gerätst du außer dich, du verlierst dich. Und wenn wir da auf die Theorie des Strukturniveaus zurückgreifen, bedeutet das, dass deines sinkt. Und das wiederum macht den Narzissten fuchsteufelswild. Weshalb? Weil er auf deine Ich-Kraft angewiesen ist. Der braucht deine Kraft. Dein Strukturniveau stützt sein Strukturniveau. Du gibst ihm Sicherheit. Du hast also eine gewisse Chance, den Frieden wiederherzustellen oder mindestens einen Teilfrieden wiederherzustellen, eine gewisse Ruhe wiederherzustellen, indem du dich um dein eigenes Strukturniveau kümmerst, indem du dein Strukturniveau wieder erhöhst. Wie machst du das? Dafür greifen wir in die Trickkiste der Body-Mind-Medizin und der Hirnforschung. In unserem Hirn gibt es einen Bereich, der ist hier ungefähr angegliedert. Der heißt sensosomatischer Kortex. Auf diesem sensosomatischen Kortex ist unser ganzer Körper repräsentiert. Also jedes Areal unseres sensosomatischen Kortexes repräsentiert zum Beispiel die Hand oder den Fuß oder das Bein oder die Nase oder wie auch immer. In den 50er Jahren hat das ein Forscher namens Penfield beschrieben. Was man nun weiß aus der Hirnforschung ist, wenn dieser Bereich gut aktiviert ist, dann steigt das Strukturniveau, dann steigt die Kontenance, dann steigt die Fähigkeit, etwas auszuhalten. Und aktivieren tust du diesen Hirnbereich, indem du dich auf deinen Körper konzentrierst, indem du ganz bewusst deinen Körper wahrnimmst, indem du zum Beispiel deine Füße wahrnimmst, deine Beine wahrnimmst. Du kannst deine Beine abklopfen, du kannst mit den Zehen krallen, in den Füßen, in die Füße spüren. Du kannst dir vorstellen, da gibt es Röhrchen von meiner Lunge, die bis in die Füße hinuntergehen. Und jetzt versuchst du mal, in deine aktivierten Füße hinein zu atmen. Du begleitest ganz bewusst deinen Atem, du nimmst deinen Atem wahr, du atmest tief hinunter, du atmest lange, 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 lange aus. Was passiert? So wird der sensosomatische Kortex aktiviert. Vielleicht erinnert dich an was, genau an die Meditation. Und das ist eigentlich der Trick der Meditation. Genau diese Art von Achtsamkeit, ich mag das Wort nicht so gern. Ich mag Besonnenheit, das schöne alte Wort der Besonnenheit. Da sind nämlich die Sinne drin, die Sinneswahrnehmung. Besinne dich auf dich selbst, indem du deinen Körper wahrnimmst, um dein Strukturniveau wieder zu erhöhen. Es hört sich so einfach, dass man denkt, es nützt doch nichts. Doch, es ist der wunderbarste Brainhack, den du dir überhaupt vorstellen kannst, wenn du etwas für deine Gelassenheit, für deine Ruhe, deine innere Ruhe, dein Strukturniveau, deine Schlafqualität und so weiter tun kannst. Und noch etwas. Atme. Die Atemfunktionen sind mit ganz vielen Funktionen unseres Hirns vernetzt. Die Wahrnehmung der Atmung aktiviert wiederum den sensosomatischen Kortex.
Der Atemfokus, die Wahrnehmung des Atmens, ist eine der größten Kraft- und Strukturniveauquellen, die wir besitzen. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ich finde es super toll. Nicht, weil ich es geschrieben habe, sondern weil da so viel über den Atem drin steht. Und da sind 50 Atemübungen drin. Da ist alles drin, was du wissen musst, wie du dieses Strukturniveau erhöhen kannst. Und ich kann dir das nur ans Herz legen, weil ich habe das geschrieben mit Menschen, die emotionalen Missbrauch erleiden, im Hinterkopf. Ist übrigens auch etwas für Narzissten und für Borderliner, wenn sie ihr Strukturniveau erhöhen wollen. Über den Titel und dieses Titelbild lässt sich streiten, gell? Aber dem Inhalt, dem darfst du vertrauen. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest, indem du andere auf diesen Kanal aufmerksam machst. Das Thema ist wichtig und das Thema ist unglaublich weit verbreitet. Du stehst also nicht alleine da. Danke fürs Zuschauen und bis bald.